Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Wir sind immer noch bei der Adler- und Löwenschlacht, die sich als komplizierter herausstellt, als ich sie irgendwie in Erinnerung hatte. Beziehungsweise, ich habe es ja schon mal gesagt, als ich das mit den Hirschen gespielt habe, lief das ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob ich da großartig höher gelevelt war. Ich glaube es nicht, aber irgendwie lief das schmuser. Verstehst du? Be mindful. Ja, ja. Pass auf. Much needed. Much needed, Junge, war das. Dorothea auch nur noch 16 und ein Level. Da kommen wir mit Dorothea natürlich nicht hin. Wer hätte denn das gedacht? Linhart. Irgendwer müsste auch mal Linhart heilen, ne? Ich will uns erstmal vollgeheilt wissen. Und ich glaube, dann trete ich mit Amras und Bernadetta und Dorothea mal den Weg nach rechts an. Weil wir Bernadetta erstmal hier oben hinstellen und mal gucken. Und den erstmal rausnehmen. Juhu! So, dann warten wir nämlich hier. Mal ganz kurz gucken. Caspar. Caspar macht den tot. Edelgard machst du den auch tot, bestimmt, ne? Sogar mit der Stahlaxt macht sie ihn tot. Mit der Lanze macht sie ihn tot. Sie macht ihn mit allem, was sie hat, einfach nur tot. Warte mal, vielleicht macht Caspar ihn aber nicht tot. Mit der Stahlaxt plus. Okay. Aber ich will erstmal gucken, vielleicht tötet Ferdinand, vielleicht doppelt Ferdinand ja sogar. Ja. Dann kann Ferdinand dies auch tun. Only a fool challenges me. Greatness awaits me. So weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich nicht gehen. Dann können wir nämlich mit Caspar auf jeden Fall schon mal Bernadetta den Truhenschlüssel geben, weil ich müssen mal gucken, wir könnten ihr natürlich auch Ferdinand geben, ne? Achso, jetzt muss ich. Bin so doof. Jetzt muss ich warten. Weil dann können wir Bernadetta ja fast. Ich weiß nicht, ob wir sie hier stehen lassen. Keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass ich Edelgard erstmal hier parke. Mit der Eisenaxt. Was machen wir denn mit Raphael? Wir müssen ja auch noch mit ein paar Leuten nach hier, ne? Und hier so ein bisschen mal Claude dann langsam beackern. Lusitea, ich hoffe, die wird von irgendjemand anders rausgenommen. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Warte du mal hier. So. Komm, wir gehen schon mal mit Raphael Richtung da.
Okay. Dedü! Dedü in Aktion. Weak. Offensichtlich, ja. Sylvain. Annette. So, jetzt haben sie den Faustkämpfer aber zu dritt endlich down gekriegt. Boah. Da siehst du schon, was Lusitea für ein Biest ist. Heilige Mokrele. Und hier. Selbst Leonie ignoriert uns. Und setzt lieber den Ritterschreck ein. Okay, was ich absolut nachvollziehen kann. So, Spielerphase. Pass auf, können wir einen Kill sneaken? Ich kann nur Lusitea mit dem Ding angreifen. Mach ich. Was weg ist, ist weg. Das war beim letzten Mal, als ich diese Mission gemacht habe, auch so. So hier in diesem Bereich. In diesem Bereich hier unten. Gingen dann schon noch ein paar Kämpfe ab. Die haben sich so mehr oder weniger selber rausgenommen. Deswegen kann ich eigentlich doch. Wir hatten jetzt den Schlüssel, den hat Caspar. Pass auf, Silver. Dieser Truhenschlüssel, ne? Alles dreht sich nur um diesen Truhenschlüssel. Wir müssen aufpassen mit Lusitea, nicht, dass die hier noch irgendwie auf die Idee kommt. Kommen wir aufs Heilfeld? Will ich aber schon so weit vor? Mit Lady Edelgard, was wohl Hubert dazu sagt. Entschuldigung. Ich möchte mal ganz kurz die Reichweiten checken. Lusitea hat voll die krasse geringe Reichweite. Dann parken wir Edelgard mal hier. Gehen wir jetzt. Stay focused. Ja, wir gehen jetzt mal hier. Zusammen mit Dorothea. Können wir uns mal sammeln. Sind wir ein bisschen charmanter. Purgativ? Wen kann so ein Purgativen? Von den beiden muss eigentlich keiner purgativt werden. Lass mal warten. Nee, mit Flayen will ich jetzt auch keinen retten. Ach ja, irgendwie. Oh. Bernadetta, mehr Magie. Ist das nicht ein tolles Gefühl?
Ja, wir können ja den ersten. Also wir können den ersten Bogenschützen schon ranholen. Sogar zwei. Zwei Tück. Im Gebüsch wären wir vielleicht auch nicht gut getroffen. Ich mach das einfach mal. So, ich denke, jetzt wird die Thea rausgenommen, wollte ich gerade sagen. Okay, dann halt Marianne. Oh, Mercedes! Oh, guck mal, da kriegt der Sylvain glatten Heal. Ja, ich wollte sagen, irgendwer wird sich Lusitea annehmen. Ja, wir kriegen sogar null Schaden. Umso besser. Er hätte mit 18 getroffen. Nur mal so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. So oder so geht Caspar nach hier. Was ist mit der Reichweite von Ferdinand los? Ach, wegen dieser bescheuerten Treppe. Should have trained better. Back to the fray. Ich bin irgendwie mit den Mages nur am Heilen, ne? Mach irgendwie gefühlt nichts anderes. Helpful. Ne, helpful. Yeah, Level 19. I still have. So, so oder so, auch mit Gequatsche nach dem Kampf werden wir auf jeden Fall den Kampf in dieser Folge zu Ende bringen. I think I got it. Bogen Level 3 und Blick erlernt. So. Nee, wir lassen Bernie hier ganz entspannt stehen. Und mal kurz die Reichweite der Bogenschützen abchecken, damit wir Flayn da auch nicht unbedingt reinstellen, nicht wahr? Oh, Felix, Reichweite bitte. Zehn Angriffsgeschwindigkeit. 10? Ja, wir gehen dann direkt von 17 auf 12. Wir haben echt ein kleines Geschwindigkeitsproblem.
Komm, well done. Wir sind charmanter. Hat noch keinem, huch, hat noch keinem geschadet. Wen haben wir denn noch nicht gezogen? Ach, Edelgard. Edelgard. Oh, Edelgard, dann würde ich sagen. Kannst du mal die Annette weghauen, nicht wahr? Und Level 19 wären, das finde ich gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich meine, immerhin Geschwindigkeit, aber hm. Let's try our plan. Oh. Ich hoffe, das geht daneben. Ich glaube, er hat uns schräg angegriffen, ne? Dann können wir nicht mehr wollen. Alles gut. Dann können wir Felix im nächsten Zug auf jeden Fall safe rausnehmen. Die greifen sich gegenseitig an. Und verkriechen sich. Die greifen echt ums Verrecken uns nicht an, ne? Ums Verrecken nicht. Aber wir können das jetzt auch steuern. Die Hauslieder bewegen sich ja nicht. Von ihren Feldern weg. Sehr gut. Insofern können wir das steuern, dass wir auf jeden Fall noch mit Ferdinand die Truhe holen und solche Geschichten. Verstehst du? Wir möchten Kühnhardt auf jeden Fall nochmal Erfahrung gönnen. I'd rather be napping. Ja, ich rück jetzt einfach vor. Ich meine, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Vielleicht nicht so super weit. So. Dorothea. Schaffst du nicht, ne? Schaffst du aber, wenn wir das Stahlschwert plus nehmen. Practice yields results. So, und jetzt gönnen wir Dorothea nochmal. I've got many skills, you know. Das wissen wir doch. Das wissen wir doch seit dem letzten Kampf schon, Dorothea. Dass du many skills hast. So, mit Sylvain will ich jetzt eigentlich nur noch zur Truhe, um ehrlich zu sein. Hubi, 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 kannst du auch mal was machen? Kannst du, glaube ich, ne? Ja, Hubi, mach mal. Den ganzen Kampf lang nur geheilt. Das geht auch nicht als Dunkelmagier. Kannst du auch mal ein bisschen rumrasten. 60 bei Klassenmeisterschaft noch. Oh, da muss mehr passieren. Da muss mehr passieren. So, und jetzt können wir quasi frei steuern. Ein Stück weit frei steuern. Mit Flame ging auch nicht so viel. Ja, jetzt können wir quasi frei steuern, wann wir uns Claude vorknöpfen. Oh. Natürlich.
You're a big help. Ja, Mercedes ist, glaube ich, reine Heilerin hier in dem Fall. Ich weiß es gar nicht genau. I don't know exactly. Ja, sie hat auch noch Sferatu theoretisch und einen Übungsbogen. Okay. Okay, okay, okay. Sylvain, bitte. Einmal runter Richtung Truhe. Dann haben wir im nächsten Zug die Truhe. Finde ich gut. Kasper, du schaffst wahrscheinlich Sylvain nicht, ne? Du wirst ihn nicht doppeln, oder? Doch. Leider nur mit der Eisenaxt plus. Wir kommen halt auch nicht ran. Thank you. Kannst du ja machen, was du willst mit Edelgard. Die gibt Edelgard gibt halt einfach richtig aufs Maul. Was hat denn Dimitri für Waffen? Der hat auch einen Speer. Finde ich jetzt nicht so geil. Können wir denn vielleicht... Kommen wir an Edelgard ran? Ja, wunderbar. Well done. Dann nehmen wir aber für Kasper mal auf jeden Fall. Die Erfahrung mit und die Klassenpunkte. Bataillon Soldaten der Seros von Sylvain hat sich zurückgezogen. What? Your defeat was inevitable. Na, mit Edelgard haben wir noch ein bisschen mehr zu tun mit dem Klassenlevel. So. Bernie, können wir dich vielleicht noch noch will ich halt Claude da nicht weglocken, weil ich ihm erstmal die Truhe einverleiben möchte. Wen habe ich denn noch nicht gezogen? Ach ja, Raphael, der wird doch da stehen. How far can I push myself with you as my foe? This will be a great chance to test our mettle. Do not underestimate me, Professor, or you will fail. Wir haben in dem Kampf echt ganz schön kassiert. Alter, Kasper ist einfach der Ausweich-King. So, wir sind damit so gut wie fertig. Sylvain geht erstmal in die Truhe. Sylvain, was weiß denn ich? Eine Meisterlanze. Ist tatsächlich bei Sylvain perfekt aufgehoben. Jetzt hätte ich es gewusst. Aber ich wusste es tatsächlich nicht.
sprechen wir mit Caspar und Dings zusammen. Dimitri Klein, ja. Den Kill würde ich dann nämlich super gerne flame gönnen. Erfahrung. Richtig satt Erfahrung. Die Resistenz ist echt Bombe. Ich fürchte, ich kann nicht mehr kämpfen. Ich bin sorry, alle. Ist nur noch Mercedes da. Ich meine, also, ich will ja nichts sagen, aber könnte knapp werden mit dem Sieg. Oh, 73 nur. Das habe ich gar nicht gesehen. Da war ich mir viel zu sicher mal wieder. So, und jetzt können wir eigentlich ganz beruhigt mit Linhard nochmal das letzte Purgativ verballern. I thank you. Mit Bernadetta nach hier flattern. Und mit Raphael Claude anlocken. Keine Gegnerphase, niemand mehr da. Claude hat auch nur so lange überlebt, weil er eisern auf seinem Feld stehen geblieben ist. Hier ballern wir nochmal einen Heilung raus. So, und dann gucken wir mal, nicht wahr? Macht Raphael das theoretisch schon klar? Ich würde sagen, ja. Soll er das auch klar machen? Bernie ist voll geheilt, ne? Dann ist Bernie nicht so cool. 2x13. Achso, er hat ja den Konter. Ach, weißt du was? Wenn Mübi zweimal trifft, trifft Mübi zweimal und tötet ihn. Was soll's denn? Und natürlich. Mübi regelt. I hate to say it, but it seems we're at a stalemate. Looks like the Golden Deer won't be winning this round. That is the end of this year's Battle of the Eagle and Lion. And the winners are... The Black Eagles! Juhu! Thank you for your hard work, everyone. I dare say that prize is as good as ours. Ihr habt mehr Gegner als die anderen Häuser besiegt. Hildegard ist Heldin, juhu! Motivation ist voll. War sie das vorher schon? Ich weiß es gerade nicht genau. Wir speichern. Sehr gut. Er war zwischenzeitlich ein bisschen, naja, schwieriger. Professor, unerwartet. It was a spectacular battle. You both fought exceptionally well. Complete and utter defeat. I would hate to make an enemy of you two. No need to get carried away with praise. I know you both feel we won by a paper-thin margin, and I won't deny it. If we were to fight again, there's no telling who would prevail. What do you think, Professor? Ja, also, Sie hatten uns nichts entgegenzusetzen. Professor, well, I suppose it's okay to let victory go to your head just this once. In any case, I hope the day never comes when we have to put this experience to use. Agreed.
I would hate to know a future in which I'm forced to cross swords with you. True, although the Battle of the Eagle and Lion was originally named after a war between the Empire and the Kingdom. But that's all in the past. I'm sure even the name will one day fade from the pages of history. Das hoffe ich. How admirable, Teach. On that note, I have a proposition. When we get back to Garrigmach, let's have a grand feast to break down the walls between our respective houses. And by a grand feast, I mean a fairly regular feast in the dining hall. Das ist It would eine be a großartige fine Idee. Opportunity to get to know each other better. Count me in. So be it. Let's plan to meet up on the night we return. Is that okay with you, Professor? Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Seeing such a big smile on your face is a rare gift. It makes me feel like I can maybe relax a little too. Einfach mal entspannen. It's finally over. There are way too many strangers at that feast. Put your chin high, Bernie. It was a chance for you to have growth. But everyone was acting so friendly. It was overwhelming. Linhart, I wasn't done talking to you. If those Alliance guys came at it from here, and those Kingdom guys came from there... I know. We'd have been able to take them out all at once. I heard you. I'm going to bed now. Did anyone get the feeling that there were already couples forming? That's not really fair, is it? I wanted to sneak off with someone, too. Aww. I was hoping for some tea after our meal anyway. Would you care to join me? I suppose I can settle for you just this once, Ferdy. Until today, I thought it would fall to me to command and guide our ranks all by myself. But with you leading us, I've gotten to experience what it's like to fight alongside everyone. And I've realized how happy it makes me, fighting under your command. The Emperor doesn't take orders from anyone. It's their duty to stand alone and lead the entire Empire. But maybe it's better to have someone to rely on, so that you can support and guide each other through the darkness. Und dieser jemand bin ich? I may be heir to the Imperial throne, but first and foremost, I'm your grateful student. That will never change, even when I fulfill my destiny and become the Emperor. I told you long ago that I wished to enlist you in the service of the Empire. Well, I take it back. Now I wish only for your continued guidance during my eventual reign. Don't just hide away in the corner, Professor. You're the reason we're celebrating. It's because of you that I've had the courage to leave my room for a bit each day. I'm so grateful, Professor! We were all just discussing how well you led us. Remarkable! Your guidance is without parallel, Professor. I have had practicing of that phrase. Your training's been top-notch, really. Whatever would we do without you? I have had the opportunity to experience much. Please allow me to offer you my gratitude once more, Professor. I feel the same. You are something special, my teacher. Wie schön, wie sie uns alle loben. I can only call your deeds during the Battle of the Eagle and Lion quite versatile. Comparing against their performance at the mock battle of the Great Tree Moon, the students have grown significantly. It is clear that this is a result of your guidance. In appreciation of your efforts and to show our high hopes for the future of your students, I award you with this. Please continue to instruct your students as a model teacher. So, you've made good use of all my power after all. I would have been upset if you had failed at such an easy task. It pains me to assign such a disturbing mission to you during such a blessed moment in time. However, next month your assignment will be to journey to Remire Village to investigate an abnormal occurrence there. Remire Village? If I recall, you've been there with your father many times. Ein ungewöhnliches Vorkommnis?
I have yet to ascertain the details, but it would seem the villagers have been acting strangely. I have already dispatched the knights to verify the authenticity of this information. They should be back shortly. I suggest you begin by finding out what they have discovered. I pray this is not a bad omen. May the goddess protect you all. Was denn jetzt die Belohnung? Sakrallanze. Ach, immer diese Lanzen. Lanze überall, Lanze hier, Lanze da, Lanze in Amerika. Oh ja, neuer Monat, stimmt ja. Part Monat one. Des roten Wolfs. White clouds. Red wolf moon. The flame in the darkness. Hoarfrost now graces treetops and open fields alike, and an icy chill blown in from the north of Fargus blankets the land. All of Fodlan's creatures begin to settle in for a long winter. The setting sun bathes the full winter coat of every wolf in a foreboding scarlet glow. Hunters can now spread the word that the red wolves are back on the prowl. Böse Wölfe kommen. Oh, da flitze ich aber unten auf der Leiste rum. Miau. Das dauert aber lang. Ich habe nichts gesagt. 5000 G von der Kirche erhalten. Yay. That's what we're dealing with. Is there no chance it's an infectious disease? There are no absolutes in medicine, but the chances are extremely slim. Restless movements, fits of violence, becoming bedridden, or even impossible to wake. With symptoms that varied, there are only a few possibilities. It's either a mixture of poisons or magic, and dark magic at that. You're talking about Remire Village, aren't you, Manuela? Oh my, if it isn't Gerald. Tell me, what was the first thing you heard? Everything, after you mentioned that it's not likely an infectious disease. My child and I owe the people of Remire Village. If something's happening there, we must help them. We scouted the area ourselves. Speak with the knights, hear what they have to say. I must go. Thank you for your help, Manuela. You know, I'm more than willing to go with you to Remire Village. After all, I owe you my life. If you'd like, I bet we could even manage the mission all by ourselves. Just the two of us. Ach, schön. Das ist ungemein nett von dir, aber ich glaub nicht. Professor, a bit of a tease, are we? A girl could get used to this side of you. Nice try, but I'll be going to the village as well. Enough nonsense. It's time to move out. Oh, Gerald. As you like. Goodbye, Gerald. Goodbye, Professor. I'll be in my office making preparations. What about you? If you have the time, it would be helpful if you could go ahead and talk to the knights. Hm. Hey! What's wrong? Alles in Ordnung. If anything feels off, return to the infirmary. No need to just grin and bear it. Got it? Was war das? What could have caused such dizziness? Yeah. I felt it too. Actually, I felt that way before. Okay. Oh nein. Nein. Die Folge ist zwar eh schon 8000 Jahre lang. Warum kann das nicht einfach an dem Sonntag stehen bleiben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, die voll sind. Sechs, die voll sind. Ah.
Ja, sorry, dass die Folge jetzt so lang wird. Ich hätte nicht gedacht, dass das wieder so viel Gesabbel und Gesülze ist. Und dass es jetzt auch noch so dämlich ist, dass wir noch Unterricht machen müssen. Ja, hier, ne? Fliegen halt. My no. Praise. Heißt. So. Flane, wie sieht's denn da aus? Wollten wir da nicht? Genau. I have no need to. All thanks to you. Yay, D plus, was Feuer erlernt. Vernunft Level 2. Und das Talent erwachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Diese Einheit hat herausragende Kenntnisse im Bereich Vernunft gewonnen. Fähigkeit Magierauben erlernt. Ja, doch. Komm, baller mal die restlichen Punkte auch noch rein. Zweimal perfekt. Holy shit, nicht schlecht. Ja, Dings können wir uns leider erst später angucken. Oder hat sie es schon irgendwo drin? Ach, das sehe ich ja hier gar nicht, ne? Was sie da. Was man da ausgerüstet hat in. Bei den Fähigkeiten. Ach doch, da! Magierauben. Fügt die Einheit einem Gegner Schaden zu, erleidet er nach dem Kampf Magie minus 6. Ist ganz nett, um vielleicht mal die eine oder andere magische Einheit zu schwächen. Wobei man eigentlich mit magischen Einheiten selten magische Einheiten angreift, weil magische Einheiten meistens eine hohe Resistenz haben. Insofern geht's so. So, Bernadetta. Hier bringen wir ebenfalls das Fliegen mal voran. Alter. Bernadetta haut richtig raus. Dorothea. Petra. Bei Petra machen wir mal den Bogen. Nein! Yay! Voll verkackt. Oh, sehr schön. Noch perfekt zum Ende rausgeholt. So, damit hätten wir den Bogen auch auf B. Nee, ich will nicht aufhören. Ach, wir haben noch. Wir haben ja noch einmal. Entschuldigung. Ferdinand. Bringen wir das Reiten voran? Ja, ne? Machen wir einfach mal. Und nochmal. Sehr schön, damit sind wir durch. Alles andere lassen wir so, die Ziele sollten noch passen. Da gucke ich jetzt nicht nochmal drüber, können wir aber beim nächsten Unterricht nochmal machen. Gruppenaufgabe lassen wir auch noch mitfliegen. Also. Question for you. Ja. Dann stell sie doch bitte auch. Du hast interessante Ideen, Magister. Aber sag mir eins. Was würdest du tun, wenn du etwas unterrichten sollst, das du selbst nicht verstehst? Ich würde es gründlich studieren, bevor ich es lehre. That was surprisingly reasonable. Ja, was soll man sonst machen? Ich kann ja nicht irgendwelchen Schülern, irgendwelchen Leuten, wenn ich etwas lehre, kann ich ja nicht Bullshit erzählen. Wobei das leider bei einigen Lehrern und Dozenten trotzdem der Fall ist. Und das gab wieder 1000 Punkte für den Dozentenrang. Vernunft und Reitfähigkeit. Nein. You look unwell. It's because of what happened, isn't it? Don't speak of it aloud. You can't change the past. For now, all we can do is use it to our advantage. I know that. I also know that I must steel myself to ascend the Imperial throne. Those preparations are going well. Someone is coming. Professor, I heard about our mission for this month. Something terrible is happening in Remire Village.
That's where you were when fate sent you our way. This feels preordained. Are the Knights making progress with their investigation? Keine Ahnung. If what is happening there is by design, there must be someone pulling the strings. There is the Death Knight, of course, and the mysterious mages who were implicated with the Western Church. They showed up when Flame was kidnapped as well. And now there is another strange occurrence near the monastery. It seems an unknown organization hopes to make the monastery its stage for something. Do you believe that all these incidents are connected, Professor? Ja, wahrscheinlich schon. That is the logical conclusion, but I'm not so sure. It certainly appears that all of the events surrounding the monastery are connected by a single thread. However, I think it's possible that it may just be a result of different motives overlapping. Remember, Professor, if you think of people as simply enemies or allies, it may be impossible to grasp the truth. Okay. Linhard, Blümchen. Much appreciated. Was denn nun noch? Just leave this to us. Ich will gerade echt einfach nur, dass die Folge vorbei ist, weil sie eh schon so ultra lang ist. Ich überlege, ob ich sie in zwei Teile schneide. Ja, ja, perfekt. Gut ist. I will master this. Lanze Level 4. So. Ich frage mich echt, warum wir an dem Sonntag oben nicht einfach schon erkunden konnten. Verstehe ich nicht. Gut, aber erkunden machen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, es kann sein, dass ich die Folge in zwei Teile schneide, weil sie jetzt schon super lang ist. Überlege ich mir. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.